wünsche dir eine gute Reise. Ja, danke. Komm gesund wieder an und alles. Ne? Und dann gibt es ein Rotband. Wir sehen uns, wenn es gut geht, in den Wittenberge. Quatsch. In Dömitz. In Dömitz, ja. Alles klar. Gut. Jo, tschüss. Tschüss. Stunde 45 Minuten 29 Sekunden Strecke, 10,0 Kilometer, durchschnittlich 5,7 Kilometer pro Stunde.
at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want, but if you try sometimes, well, you might find. Das allmorgen tägliche Elend beginnt. Jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich das Boot zu Wasser gelassen kriege und alles einigermaßen gut verstaut bekomme. Das Wetter ist wieder, ja, man könnte sagen, bombastisch, je nachdem, wie man es betrachtet. Aber heute sind 32, 33 Grad angesagt. Morgen soll es 34 werden. Also, ja, gut, das muss nicht sein. Ansonsten ist es windstill und die Elbe fließt. So. Nun geht's wieder los. Es ist jetzt 8.51 Uhr. Ja, ich bin um 6:30 aufgestanden. Und so lange brauche ich in der Regel immer 2-2,5 Stunden. Naja, waschen, frühstücken, soweit es dann, weil man es als Frühstück bezeichnen kann. Und dann die ganzen, vor allen Dingen die ganzen Sachen packen. Das Boot fertig machen, die Sachen verstauen. Ja, bis es dann endlich losgeht, dann ist man einmal schon richtig kräftig durchgeschwitzt. Im Moment sind schon 24 Grad. Es sollen heute 32, 33 Grad werden. Und ja, das wird eine
warme Angelegenheit. Meine Strecke, die ist ein bisschen schwierig, weil es gibt so in der, es gibt eine Übernachtung, die ist 16 Kilometer weg, das ist zu früh. Dann hätte ich die nächste Übernachtung wieder in 35 Kilometer, 40 Kilometer. Das ist wieder zu weit, zumal es morgen noch wärmer werden soll. Also muss ich sehen, dass ich aus den rund 60 Kilometer 2,30er mache. Das heißt aber auch, ich weiß gar nicht, wo ich heute Nacht schlafen werde. Ich hoffe irgendwo, dass es irgendwo einen Ort gibt, wo ich in Ortsnähe dann wild campen kann. Na ja, mal schauen. Der Tag fängt ja erst an. Die Landschaft ist auch, wie man sieht, nicht mehr so spektakulär wie noch im Elbsandsteingebirge. Relativ flach gehalten. Hin und wieder kommt mal ein kleiner netter Ort, meist zu weit weg, um da mal kurz reingehen zu können. Das gleiche betrifft natürlich auch Restaurants, Gasthäuser, würde ich sagen, auf den Dörfern. Vielleicht gibt es da hin und wieder auch mal ein kleines Café, aber dafür ist keine Zeit. Ich muss ja immer in der Nähe des Bootes bleiben.
down the waves, bend your eyeball. Oh yeah. So, nun geht's wieder auf in einen neuen Tag. Tag 11 meiner kleinen Reise auf der Elbe. Gestern habe ich den Pick gezwungen und bin bei Kilometer 254, also über den Berg gekommen. Das heißt, jetzt liegen weniger als 250 Kilometer noch vor mir. Es geht also bergab. Der heutige Tag soll mich bis Barby bringen. Da werde ich hoffentlich eine gute Übernachtung finden in einem der Kanu-Camps und mein Zelt aufschlagen und dann die eine Nacht verbringen. Das Wetter ist stabil, man kann auch sagen stabil warm. Es sind jetzt schon 28 Grad. Angekündigt sind heute so 33 bis 34 Grad. So warm müsste es eigentlich nicht sein. Aber dafür haben wir wenigstens keinen Wind von vorne. Bis auf jetzt gerade, da bläst er wieder mal und das bewegt das Boot eben auch recht stark. Ja, einen wunderschönen guten Tag wieder. Bei mir ist es noch morgens. Die Tour beginnt. Ich habe im Moment ein bisschen viel Wind, der stark von der Seite kommt. Heute sind insgesamt rund 33 Kilometer dran und die Temperaturen sind entsprechend hoch. Wie in den letzten Tagen schon. Wir erreichen wohl heute so 34 Grad. Aber das soll uns nicht dran hindern. Mein Ziel ist heute Magdeburg. Und ich hoffe auf einen guten Verlauf und einen vor allem nachlassenden Wind. Schaffen. Ich muss aufpassen, dass ich den Kurs halten kann, vor allem wenn er von der Seite kommt, was er im Moment gerade macht. Da muss ich schon ganz schön gegenhalten. Aber gut, das kann man sich so nicht aussuchen. Also Vorteil, er mildert so ein bisschen die große Hitze, die wir auch hier haben. So, Magdeburg ist in Sicht. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht die Einfahrt in den alten Elbe-Kanal verpasse, weil der soll rechts abgehen. Und dort ist mein heutiges Tagesziel. Ich werde dort im Kanu-Club Börge übernachten, soweit es hoffentlich möglich ist. Angemeldet bin ich noch nicht, aber das denke ich, wird sich klären lassen. Ja,
dann ist auch dieser Tag geschafft mit rund 33 Kilometer bei 34 Grad. Es war teilweise sehr, sehr windig. Vor allem hatte ich oft Böen von der Seite. Da blieb nichts anderes übrig, als mich einfach treiben zu lassen, weil dagegen zu halten war unmöglich. Ansonsten freue ich mich jetzt auf eine Dusche, auf kalte Getränke. Und da muss ich irgendwie sehen, dass ich mein Zelt aufgebaut kriege. Und mal gucken, ob es da irgendwo ein Gasthaus gibt, wo man einigermaßen vernünftig zu Abend essen kann. Tja, und das geht dann so Tag ein, Tag aus. Morgen auf ein neues. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit as tears go by. Yes, it is the way she does just what she stole.
So, ein neuer Tag, ein neuer Morgen. Wittenberge ist in Sicht. Und im Moment scheint das Wetter sich von seiner besten Seite zu zeigen. Nicht nur, dass die Sonne scheint, das tut sie seit Tagen, gefühlt seit Wochen, sondern vor allem, dass der Wind im Moment fast nicht zu spüren ist. Ich hoffe, das bleibt so. Gestern war es eine Höllenfahrt von fast 35 Kilometer und dazu teilweise so starker Wind, dass ich mich treiben lassen musste. Also, vielleicht ist er mir ja heute gnädig gestimmt da oben und schenkt mir nochmal so fast zum Abschluss einen schönen Tag mit einer schönen Fahrt hier auf der Elbe. Mein Ziel heute ist Lenzen. Das sind auch nochmal 36 Kilometer von meiner letzten Übernachtung. Also es wird nochmal ein kleiner Ritt. Die letzten Tage bin ich immer so über 35 bis fast 40 Kilometer gepaddelt. Einzig und allein der Tatsache geschuldet, dass es ansonsten nirgends eine annehmbare Übernachtungsmöglichkeit gegeben hätte. Man muss die größten Städte mitnehmen und die sind hier im Teil der Elbe, was dann nachher Brandenburg bzw. jetzt in Mecklenburg-Vorpommern bald übergehen wird, nicht so üppig gesät. Ja, ansonsten denke ich, ich werde morgen mein Ziel in Dömitz erreichen. Es wird nochmal eine relativ kurze Sprintetappe bei hoffentlich wunderschönem Wetter. Und dann ist so geplant, dass ich so gegen Mittag im Dömitzer Hafen bin. Und dort wartet die Dömitzer Hafengastronomie auf mich. Darauf freue ich mich besonders. Und mit Karl-Heinz ist die Rückreise abgesprochen. Wir werden uns erstmal ein schönes Glas Rotwein gönnen und dann auf die zurückliegenden Tage und Wochen anstoßen. Jetzt habe ich noch mal eine Begegnung der besonderen Art. Die drei haben mich seit Tagen begleitet. Wir hatten uns heute aus den Augen verloren. Ich habe etwas früher vor Wittenberg übernachtet, weil es dort eine Pension gab und was wichtig war, zwei Gasthäuser im Ort. Die drei sind weitergefahren nach Wittenberg und hatten leider nichts zu essen und nichts zu trinken bekommen und wollen heute nach Dömitz. Ich werde in Lenzen, wie gesagt, aussteigen und wir werden uns dann morgen noch mal in Dömitz sehen. Ja. Jetzt sind wir beide auf Havariekurs. Moin. Moin. Habt ihr gut geschlafen? Du, es war ein Traum. Und heute Morgen kam die Wirtin und brachte mir dann einen Korb mit einem frisch gekochten Ei und Kaffee und... nee. Du, das habe ich aber gebraucht. Oh, nee. Ja, weil das war auch so ein bisschen ein kleiner Reinfall. Weil ich hatte ja gedacht, na, lässt dir Zeit, machst dich erst fertig. Und dann, als ich dann fertig war, das war so gegen kurz nach 18 Uhr, ja. Da ging ich in das eine Gasthaus, das war um 17 Uhr geschlossen. Und das andere, der sagte mir, ja, wir haben jetzt geschlossen. Dann kriegte ich wenigstens noch ein Bier. Und musste mir dann eben auf dem Zimmer, musste ich mir dann noch was schmieren.
Es ist jetzt 14 Uhr. Heute ist der 18. August. Und vor mir liegt die Hafeneinfahrt von Dömitz. Nach 500 Kilometer geht mein persönliches Adventure zu Ende. Einmal die Elbe von der deutschen Seite aus in Schmilka bis nach Dömitz zu fahren, war lange Jahre ein Traum. Ich konnte mir in den letzten 18 Tagen diesen Wunsch und diesen Traum erfüllen und habe so in dieser Zeit wunderbare Erfahrungen gemacht. Die Elbe ist ein schöner Fluss, der sanft dahin fließt, der manchmal auch ein bisschen wild sein kann, aber der auch zur Demut animiert. Ich habe auf dieser Reise viele nette Bekanntschaften gemacht. Ich habe Menschen getroffen, Macher, die sich für sich und andere engagieren, insbesondere in den Kanu-Camps. Ich habe andere Paddler getroffen, die richtige Freaks sind und schon seit Jahren sich diesen Traum auf unterschiedlichsten Flüssen erfüllen. Das wird nicht mein Ziel sein. Ich habe jetzt mit diesen 500 Kilometer am Stück erstmal abgeschlossen. Ich habe Erfahrungen sammeln können, die ich schon seit Jahren nicht mehr hatte. Dazu zählen auch die Nächte im Zelt. Das letzte Mal, da glaube ich, war ich so 20. Ich werde jetzt von Kalle abgeholt, werde mein Zelt und alles, was ich hatte an Utensilien, natürlich auch das Boot, verpacken, ins Auto verstauen und dann geht's ab nach Hause. Es war eine sehr schöne Zeit, die mir viele Erfahrungen gebracht hat, die mir aber auch einige Schwächen aufgezeigt hat im Bereich des Service, im Bereich von Hotellerie und Gastronomie und auch diese Erfahrungen gehören dazu. Ich glaube, es lässt sich einiges auf der Elbe verbessern, aber gut, das wird nicht mein Ding sein. Aber ich hoffe natürlich, dass wir es diese Möglichkeit nutzen, die sich da bietet. Und jetzt sehe ich hier gerade am Hafen, Karl-Heinz winkt von oben, vom Café aus, von der Hafengastronomie. Und meine anderen drei Paddelfreunde, die mich seit Tagen durch alles begleiten, stehen hier am Kai. Hallöchen! Was? Ja, dann will ich auch nicht durch. Du, das interessiert mich jetzt alles. Das interessiert mich jetzt gar nicht mehr. Da ist mein Service-Team und ich werde jetzt abgeholt und... Ja, aussteigen muss ich ja. Ich muss mal gucken, wo es am besten geht. Ja? Warte mal, dann muss ich erst mal gucken.